So, hier mal ein kleines kurzes Video. Bitte entschuldigt die Aufnahmeposition, aber ich liege hier gerade unterm Auto. Was ihr hier seht, ist das Lüftersteuergerät, welches die beiden Lüfter in Stufe 1 und Stufe 2 steuern kann und ebenfalls für die Zusatzwasserpumpe und für diverse Klimageschichten zuständig ist. Hier oben seht ihr die Hauptstromversorgung. Wenn ihr den Stecker jetzt hier in der Seite drückt, könnt ihr den nach unten abziehen. Sieht dann so aus. Für irgendwelche Tests, kleine Info, wenn ihr die beiden mittleren Kontakte drückt, sollten die Lüfter auf Stufe 1 laufen, tut sich dann nichts. Dann ist Stufe 1 defekt, bzw. der Vorwiderstand defekt. Ein Pin von den beiden könnt ihr einfach mit Multimeter durchmessen, kommt direkt oben von dem Sicherungshalter auf der Batterie die erste grüne Sicherung. Wenn ihr die beiden äußeren drückt, laufen die beiden Lüfter auf Stufe 2. Sollten sie zumindest. Funktioniert hier auch ohne Probleme. Hier ist lediglich Stufe 1 defekt. Einer der beiden Pins, wie gesagt, geht wieder nach oben, hängt am Sicherungshalter oben dran, an dieser feinen Blattsicherung. Ebenfalls wird über einen der beiden Pins das Steuergerät hier versorgt. Masse findet sich dann hier dran. Jetzt stecken wir den mal wieder an. Kommen zu den nächsten Steckern. Das sind diese beiden, die habe ich abgezogen. Da geht der eine zum einen, der andere zum anderen Lüfter. Die sehen unterschiedlich aus, passen auch ineinander. Heißt, beim Lüfter ist hierfür der Stecker dran und hierfür der Stecker dran. Dass ihr den nicht falsch rum anstecken könnt. Was aber eigentlich beim VeraGolf auch nicht schlimm wäre, gehe ich mal von aus, da die sowieso immer zusammenlaufen. Das seht ihr, wenn ihr euch den Kabelbaum genau anschaut. Die Leitung hier für Stufe 1 ist mit der hier dann verbunden. Die für Stufe 2 ist mit der hier dann auch verbunden. Und Masse geht auch zusammen hier in diesem Leitungsstrang nach oben zu einem Massepunkt. Schauen wir mal hier vorne rein. Da oben, wo das Kühlwasser drumherum ist, seht ihr den Thermoschalter. Das ist das Teil. Das schaltet 12 Volt auf Stufe 1 und Stufe 2. Ihr seht allerdings hier, hier sind dünne Leitungen dran. Heißt, das Ganze geht zum Steuergerät und das Steuergerät hier schaltet dann letztendlich ein Relais, welches die beiden oder die beiden schaltet. Bei dem Stecker, den könnt ihr abziehen. Wenn ihr den Stecker abgezogen habt, könnt ihr den einen auf den anderen Kontakt oder auch auf den dritten Kontakt drücken und simuliert quasi somit das Schalten von eurem Thermoschalter. Daraufhin sollte das Relais im Steuergerät hier schalten und dann entweder Stufe 1 oder Stufe 2 laufen. Mein Problem hier ist nur, ich kriege den Stecker gerade eben nicht ab, darum alles gut mit WD-40 einsprühen und nochmal probieren.